So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen kleinen, aber feinen Aufnahme Detroit Become Human. Erstmal ganz kurz große Sorry dafür, dass am Wochenende keine Videos kamen, aber ich habe es irgendwie nicht geschafft. Ist so viel im Moment um die Ohren, da bin ich gar nicht zum Aufnehmen gekommen und deswegen mussten die Folgen leider ausfallen. Es tut mir wirklich äußerst leid. Ich hätte gerne weitergespielt, aber ich habe es nicht geschafft, aber okay. Lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Tut mir leid auf jeden Fall. Jetzt gibt's aber wieder regelmäßig Detroit und ich würde sagen, wir fangen mal oder wir... Wir müssen mit einem Controller-Test fortfahren. Nein. Müssen wir nicht. Wir müssen... Der Test ist beendet. Danke für Ihre Kooperation. Ja, okay, bitte. Alles klar. Okay. So, ich würde sagen, los geht es. Ich gehe mal hier auf Fortfahren. Und dann sehen wir diesen wunderschönen Ladebildschirm, der heute irgendwie extra lange braucht. Ich weiß gar nicht, warum. Komisch. Gut. 6. November 2038. Bei dir alles okay? Hier wird man uns helfen. Bald ist das alles eine böse Erinnerung. Hier muss es sein. Okay, wir machen mal auf. Was auch immer das für ein Haus ist. So. Wir gehen mal rein. Komm mit. Wir gehen rein, es regnet. Schnell. So, kann man das hier... Irgendwie. Wir müssen klingeln, na klar. Natürlich müssen wir klingeln. Sollen wir nochmal klingeln, oder? Kommt da jemand, macht die Tür auf, vielleicht? Und klingel nochmal. Los, mach auf! Ah, geht doch. Sind Sie Slatko? Wer fragt das? Es heißt, Sie könnten uns helfen. Ich weiß nicht, wer sowas sagt. Ihr seid am falschen Ort. Tut mir leid. Nicht. Wir brauchen wirklich Hilfe. Kommt rein. Rein. Nicht so schüchtern. Na dann. Was macht denn... Warte mal. Wir laufen ein bisschen im Kreis. Juhu. Dann gehen wir hier. Slatko. Luther, wärst du so lieb und nimmst den Damen bitte mal ihre Mäntel ab? Oh, nur keine Angst vor unserem großen Freund hier. Luther ist ebenfalls ein Android, dem ich half. Er leistet mir Gesellschaft in diesem... großen leeren Haus. Der ist aber echt bitte groß. Macht es euch gemütlich. Wie habt ihr von mir gehört? Ein Android. Unterwegs. Er sagte, sie helfen. Verstehe. Abweichler, hm? Was ist mit ihr? Sie ist ein Mensch.
Und ihr sucht einen sicheren Ort, um ein neues Leben anzufangen. Ich höre, Kanada soll zu dieser Jahreszeit sehr schön sein. Herrliche Landschaft, sehr viel Platz, frische Luft und keine Androidengesetze. Toll für einen Neuanfang. Ja, das ist genau das, was wir vorhaben. Natürlich. Ich helfe euch. Doch zuerst musst du den Sender loswerden. Sender? Ja. Alle Androiden sind mit einem Peilsender ausgestattet, mit dem man sie orten kann. Ich werde ihn entfernen und dann seid ihr beide sicher. Kommt schon. Folgt mir. Ach, die Kleine kann im Wohnzimmer auf uns warten. Nein, sie bleibt immer bei mir. Natürlich. Hier entlang. Alles, was wir brauchen, ist im Keller. Ja, warte, ich komm gleich. Ich will nur einmal ein bisschen mich hier umsehen. Ob es hier vielleicht noch was zu lesen gibt oder so. Warte mal. Hier kann man. Aha. Kann man schon mal rausgucken, siehst du? Aber da ist nichts von Interesse. Also, was gibt's hier noch? Gibt's hier irgendwas? Da kann man gucken. Ein paar Bücher. Okay. Alles klar. Und hier gibt's auch noch was. Aha. Warum hat der hier Totenköpfe? Und warum. Ah ja, ich frag nicht. So, hier ist ein schöner Kamin. Hier kann man auch mal rausglotzen. Aber sonst gibt's hier nichts. Okay. Dann. Na komm, dann gehen wir mal. Wir gehen mal in den Keller. Hier gibt's aber auch nichts mehr, ne? Kann ich eigentlich hochgehen? Warte mal. Nein. Schlagko folgen. Alles klar. Okay. Wir folgen dir mal. So. Ich mag das Haus nicht. Und den Mann. Irgendwie, ich habe ein schlechtes Gefühl. Vorsichtig, beschwichtigen, trösten, keine Wahl. Mal so. Er ist etwas komisch. Aber wir können ihm bestimmt trauen. Wir haben ohnehin keine andere Wahl. Da ist er. Was gibt's hier noch? Da kann man nicht hin. Okay. Bitte entschuldigt das Chaos. Ich brauchte ein diskretes Versteck für meine Maschinen. Sender zu entfernen ist illegal. Da ist Diskretion wichtiger als Komfort. Ich hoffe, die Kleine hat keine Angst. Nein. Nein, sie kommt klar. Das ist gut. Ah ja. Okay, sie kommt scheinbar nicht klar. Komm, Alice. Hier lang, bitte. Warte mal. Was war das denn jetzt hier? Nix. Okay. So, hier geht's rein. Sieht irgendwie komisch aus hier. Stell dich bitte da drüben hin. Was, wo? Betritt Slatkos Maschine. Warte mal, was haben wir hier noch? Alles klar. Wodka Christoph. Okay. Ja, der trinkt sich wahrscheinlich mal ganz gerne einen, der Slatko. So. Boah, ist der groß, ey. Okay, hier gibt's aber sonst nichts mehr, ne? Nö. Gut. Dann gehen wir mal da rein. Cyberlife. Okay. Ich muss dich warnen. Das wird etwas unangenehm. Ja, passt schon.
Okay, gucken kann ich noch. Nein. Aus irgendeinem Grund funktionieren die Sender in Abweichlern nicht. Darum seid ihr so schwer zu finden. Also gibt es eigentlich gar keinen Grund, den Sender zu entfernen. Was? Sie sagten doch... Ja, man glaubt, was man glauben will. Ihr Abweichler seid so naiv. Sie alle kommen her, glauben, dass ich ihnen helfe. Und ich setze sie zurück und verkaufe sie. Nee. Oder ich behalte sie für Experimente. Nein! Nein, ich will kein Reset! Lassen Sie mich gehen! Ah, ich vergaß ja das Kind. Sperr es ein. Ich regle das später. Alice! Alice, nein! Nee. Wow. Das macht er jetzt nicht. Ein Abweichler, der Mutter sein möchte. Das ist so süß. Und so verblendet. Wir sollten diesem Elend ein Ende machen. Nee. Das passiert nicht. Das kommt davon, wenn man Träume hat. Ich kann nicht. Das Ende ist immer das gleiche. Ich kann nichts machen. Tränen und Ernüchterung. Glaub mir, es ist besser, gelöscht zu werden und nicht zu fühlen. Kein Schmerz mehr. Und keine falsche Hoffnung. Ich beneide dich fast. Oh, arme kleine Alice. Oh, deine Mami scheint dich gar nicht zu erkennen, ha? Deine Mami hat dich wohl komplett vergessen. Kara, was ist mit dir passiert? Okay, das reicht jetzt. Komm schon. Du beißt mich? Dir bringe ich Manieren bei, du kleines Miststück. Wir treffen uns im Wohnzimmer. Ich will nicht zurückgesetzt werden. Finde einen Weg zur Flucht. Okay, alles klar. Okay. Alter. Einen Kurzschluss verursachen. Ja, aber wie? Schieben. Okay. Weiter einen Kurzschluss. Alles klar. Was war da noch? Oh oh. Die Zeit läuft mir ein bisschen davon. Nicht so geil. Hier ist doch nichts mehr, oder? Doch nicht. Irgendwo muss es noch was geben. Ah, da. Ne. Nicht dein Ernst. Oh, fuck, ich hab's nicht geschafft. Scheiße. Oh, nö. Warum? Oh, was ist das? Slatko hier. Die lassen wir erstmal raus jetzt. Ah, guck mal.
Nein, das darf nicht passieren. Du musst dich erinnern. Tu es für sie. Er spielt gerne mit uns. Er schafft Monster. Nur zum Vergnügen. Doch wer ist hier das Monster? Schau, was er getan hat. Alter! Du musst dich erinnern, wer du bist. Sonst wird die Kleine sterben. Okay, das wollen wir natürlich nicht. Warte mal. Hier muss es doch noch irgendwo was geben. Hier kann ich weiter gucken, aber sonst kann ich hier nichts machen, ne? Nee. Okay, das ist wieder so ein Experimenten-Android. Alles klar. Kann ich denn hier drin noch was machen? Ne, da geht sie sofort wieder raus. Okay. Hier ist noch eine Zelle. Da kann ich nichts machen. Alter, wie krass. Was macht er da? Okay. Slatko, dieser Arsch. Mann, was soll das? Okay, hoffentlich schafft es, sich zu erinnern. Das wäre natürlich schon... Wäre natürlich schon geil. Schauen. Los, erinnere dich. Alles klar. Uiuiui. Hier ist noch was. Nur Bücher, okay. Was ist das hier? Weiß ich nicht. Da ist noch ein Spiegel. Nee. Da hängt die Jacke, alles klar. Macht es euch gemütlich. Okay. Kann ich rausgehen? Ne, kann ich nicht. Ist abgeschlossen. Okay. Gut, dann, hier war nichts, ne? Nö. Kann ich nach oben gehen? Nein, kann ich nicht. Hier ist noch was. Okay, ist auch nix. Nö, 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 nö. So, hier gibt's... alles klar. So, wo ist denn... Weißt, das Essen ist fertig. Was? Bring es hoch zu ihm. Ja, Luther. Ich will jetzt aber nicht dein Diener sein hier. Was soll das? Erinnerung? Bitte komm wieder? Nein? Nicht? Okay, dann gehen wir mal zu Luther und gucken mal, was der so Schönes hat. Ja, auch nichts. Okay. Kann ich mit dem reden? Kann ich den ins Feuer reinschubsen? Nein, kann ich nicht. Oh, wo ist denn Alice jetzt hin? Okay. Gut, wir gehen mal erstmal noch verfolge die Anweisungen. Hä? Ah, da. Okay, ein Aschenbecher. Und
Ihr sucht einen sicheren Ort, um ein neues Leben anzufangen. Ja. Okay. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, ob ich alles gefunden habe. Ich hoffe natürlich, dass ich... Hallo? Ich hoffe, dass ich alles gefunden habe. Gut, dann gehen wir nach oben. Und bringen dem Arsch mal sein Essen. Können wir da ein bisschen Gift reinmachen vielleicht? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Wir sind ja jetzt ein gefügiger Android. So. Jetzt mal hier vorne nochmal eben gucken. Na, bringt Slatko das Essen? Kann ich nichts machen. Okay. Gut. Stell es einfach auf den Tisch da drüben. Leck mich, du Arsch. Hier oder was? Okay, was macht der denn? Alter, was machst du hier, du Idiot? Das ist ja eklig. Hier noch irgendwas angucken? Nee, kann ich nicht, ne? Nee. Okay. Hier kann ich auch nicht rein. Alles klar. Und hier hinten... ist leider auch nichts. Nö. Also hier... Achso, ist das gleiche. Alles klar. Ja komm, dann stellen wir mal das Essen auf den Tisch hin.